Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wer kennt es nicht? Auf Amazon gibt es doch diese 25-mal Markenkosmetik, tüdelü, bunt gemischt. Ja, und damals gab es einen Shop, der das verkauft hat, jetzt gibt es schon zwei. Und ich habe mir tatsächlich beides einmal bestellt, um mal zu vergleichen, was drin ist und so weiter. Und ich habe da ein bisschen was herausgefunden. Also wenn du mit mir zusammen Detektiv spielen möchtest, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe Paket A für 16,98 Euro bestellt und Paket B für 17,84 Euro. Genau. Beide Pakete sehen ziemlich identisch aus. Die sehen extrem identisch aus. Paket A, was sich auf dieser Seite gleich befindet, wenn ich es zeige, ist von Find Your Style. So heißt der Laden, wo ich es gekauft habe. Und Paket B, was sich auf dieser Seite befindet, ist von Bayern Meier. Paket A ist von Susanne Meier und Paket B ist von Alexander Meier. Und beide haben die identische Adresse. Leute, wollt ihr uns verarschen? Was soll das denn? Also sehr, sehr merkwürdig. Und wenn da jetzt unterschiedliche Sachen bzw. wertmäßig unterschiedliche Produkte drin sind, dann fresse ich einen Besen. Paket A. So Papier, das in so einem Plastikbeutelchen, Gefrierbeutel verpackt drin. Nochmal so Papier. Oh Wunder, oh Wunder. Paket B. Papiergedöns in einem Gefrierbeutel. Nochmal Papierverpackung. So, ich habe das Ganze jetzt mal ausgebreitet und dann gucken wir mal, was da so vergleichsweise drin ist. Wir haben in beiden Paketen diese Essence Wake Up Maske drin, finde ich sehr cool. Eine davon werde ich behalten, eine wird demnächst mal verlost. Ich zeige dir auch am Ende mal, was du in diesem Video gewinnen kannst. Ebenfalls in beiden Paketen ist dieser Long Lasting Lip Pencil von Catrice in der Farbe 170 Plamplona Olé. In beiden Kisten, jedoch in unterschiedlichen Farben, ist hier von Sleek ein Olala Liner. Hier habe ich die Farbe Lingerie 294, das ist so ein Rot. Das habe ich bei dem Paket B. Und bei dem Paket A ist die Farbe Molasses 317. Das ist so ein ganz dunkles Braun-Grau. In beiden haben wir tatsächlich auch von Catrice Slim Legs Body Contour Roller mit drin. Das ist so ein Contour-Roller. Beide in der Farbe C02 Dark. Ich persönlich benutze sowas nicht. Also das ist wohl ein Körperkonturierprodukt zum Rollen. Damit komme ich nicht wirklich klar und meinen Körper schminke ich nicht. Also vielleicht hier so ein bisschen, dass ich hier Highlights setze, aber wirklich schminken mache ich bei mir so nicht. Bei beiden mit drin von Essence ein Lippenstift, Color Up Shine On, Farbe 13, das ist so ein Lila. Das ist ein sehr schierer Lippenstift, also den siehst du kaum auf den Lippen. Ist von der Verpackung her, erinnert so ein bisschen an ein OB. Ebenfalls in beiden das gleiche Produkt, Catrice Luxe Chrome Foil Effect Polish. Also das ist ein Nagellack, der quasi tatsächlich genau in dieser Chromoptik ist. 2-in-1 Base und Topcoat Silver Effect, also sieht relativ cool aus. Man muss aber sehr, sehr, sehr ebenmäßigen Nagel dafür haben. Also entweder gibst du dir darauf wirklich dann noch so einen Füller, also dass du quasi wirklich einen ganz ebenen Nagel hast, oder du musst es halt irgendwie vorher feilen oder sonst irgendwas. Ansonsten siehst du jeden Hubbel. In beiden haben wir ein Nagellack von Edding mit drin. Bei dem Paket A die Farbe Wild Watermelon und auf der B-Seite haben wir den Cool Coral. Auch dieser Nagellack ist in beiden enthalten, und zwar von Catrice Spectra Light, ein Effekt Nail Lacquer. Da werde ich definitiv einen von behalten, weil die Farbe sieht unfassbar cool aus. Iridescent Illusion. In beiden haben wir einen Essence The Gel Nail Polish. Bei Paket B haben wir so ein Orange. Das ist die Farbe 96 Orange to Go. Das ist richtig krass orange. Und bei dem Paket A haben wir 106 Loyal Royal. Das ist so ein cooles Grün. Also das finde ich auch unfassbar interessant. Bei beiden haben wir auch noch einen Essence Holo Wow Dewy Shine Lip Shine Lip Gloss, aber in unterschiedlichen Farben. Beim Paket A haben wir die Farbe 03 Scarab Wings. Der ist so lila schimmernd mit so blauen Glitzerpigmenten mit drin.
Und bei dem Paket B haben wir die Farbe 01 Unicorn Power. Der hat zwar so einen grünen Schimmer mit drin, aber ne, der ist halt nicht jetzt so bunt. Also den hier könntest du besser als Liptopper verwenden als den hier jetzt. In beiden Paketen haben wir diese Nägel mit drin. Das sind so Essence Dancing on the Milky Way Click and Go Nails. Also das sind wirklich welche, die du dir so draufkleben kannst. Und die haben echt, die sehen schön aus, ne? Das ist schön holographisch. Wären für mich aber viel zu klein, weil ich habe echt große Nägel. In beiden Paketen haben wir auch von Catrice Heavenly Holo Full Cover Nail Sticker. Also mit Nagelstickern kann ich persönlich jetzt nicht ultra viel anfangen. Sind in beiden tatsächlich enthalten, also genau die gleichen. In der Farbe 01 XOXO Holo. In beiden Paketen haben wir auch von Sleek Makeup Cream to Powder Foundation. Und das ist das gleiche Produkt, jedoch in unterschiedlichen Farben. Im Paket A haben wir die C2P02 und im Paket B die C2P10. Also man muss wirklich sagen, beide Pakete sind auch super sauber bei mir eingetroffen. Da war nichts beschädigt, alles war soweit in Ordnung. Also ne, manche haben ja auch mal bemängelt, dass irgendwas benutzt angekommen wäre oder so. Das war bei mir jetzt nicht. Also bislang kann ich mich da nicht beschweren. So, in beiden Paketen haben wir auch Essence My Beauty Nail Ritual. Das ist ein Smoothing Nail and Cuticle Sugar Peeling. Und das ist ein Peeling für die Hände. Ja, das riecht, wie es aussieht, irgendwie nach Apfel. So, wir haben in beiden Paketen dann auch noch diese My Must-Haves mit drin. Und zwar jeweils zwei Stück. In Paket Nummer A befinden sich ein Eyeshadow in Alto Belly Gelb, 24 Dare to Shine und ein Matte Blush in der Farbe 01 It's Berry Time. Dann habe ich in Paket B zwei Lippenpuder und zwar einmal die Farbe 04 Set the Stage und die Farbe 05 Move On. In beiden Paketen haben wir noch Nagellacke von Sally Hansen. In Paket A haben wir Color Therapy. Das ist so ein Grau irgendwie. Namaste Grey. Nicht Namaste, sondern Namaste Grey ist hier die Farbe. In Paket B haben wir den hier. Das ist so ein richtiger Nude-Ton, aber das ist eine andere Reihe. Das sind die Gel Sally Hansen Nagellacke, Miracle Gel Nails. Und das ist die Farbe, winzig klein geschrieben, Bare Dare. In Paket B haben wir noch einen weiteren Nagellack von Sally Hansen, auch aus der Miracle Gel Reihe. Und das ist die Farbe Tiddle Wave, aber so ein schönes Blau, das gefällt mir, wie man sieht, unheimlich gut. Und bei Paket A haben wir keine weiteren Sally Hansen Nagellacke. Dafür haben wir aber einen von Essence So French So Perfect Essence French Manicure Perfecting Nail Polish in der Farbe 01 Let's Be Friends. Bleiben wir nochmal kurz bei den Nägeln. Da habe ich in Paket A ein Produkt, was ich jetzt aktuell verwende und super finde. Essence Hydra Nail Care Serum. Und zwar ist das ein Serum, was du dir auf die Nagelhaut gibst und was die Nagelhaut nährt und mit Feuchtigkeit versorgt und die Nägel davor hindert, einzuwachsen oder kaputt zu gehen. Und ich habe hier gerade irgendwie einen Ratscher. Egal. Und ja, das ist super. Das ist dann mein Backup. Und dafür haben wir bei dem Paket B von Catrice Lux Chrome 2-in-1 Base und Top Coat. Damit kannst du, glaube ich, nochmal das Chrom verstärken, was ja schon vorher drin war. Gehen wir über zu ähnlichen Lippenprodukten. Da haben wir in Paket A von Catrice Pure Pigments Lip Lacquer in der Farbe Lavender Pop. Und den gleichen, nur in einer anderen Farbe, und zwar Breaking Red, haben wir in Paket B. Kleiner Spoiler, in beiden Paketen sind insgesamt 26 Produkte und nicht 25 Produkte. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter mit den Lippenprodukten. Da habe ich in beiden Paketen Essence This Is Me Nude Lipstick und Shea Butter. Und das ist die gleiche Farbe, 02 The Ocker Rocker. In Paket A haben wir noch zwei Lippenprodukte, genauso wie auch in Paket B. In Paket A ist es von Catrice Dewful Lips Conditioning Lip Butter with Shea Butter. Das finde ich cool. In der Farbe 010 Yes I Do. Und dann haben wir noch als weiteres Lippenprodukt im Paket A diesen Color Up Shine On Lipstick in der Farbe 01. Und das ist so ein Grau.
Die letzten zwei Lippenprodukte vom Paket B ist einmal ein Lip Liner von Essence Stay True Lip Liner in der Farbe 08 I Pink of You. Das ist die Farbe. Und von Essence I Heart Dewy Eye Gloss. Oh, das ist gar kein Lippenprodukt, das ist ein Augenprodukt. Oh Mist. Egal. Ist auf jeden Fall im Paket B mit drin, genau. Das ist ein Eye Gloss. Ich persönlich bin kein Fan von Eye Glossen, muss ich ehrlich sagen. So, drei Produkte haben wir noch jeweils. Da ist Paket A irgendwie cooler aufgestellt, weil die so aufregende Produkte haben, die ich aber alle drei wahrscheinlich nicht verwenden würde. Und zwar ist es einmal von Catrice Tentoring Face Gel Self Tanning. Benutze keinen Selbstbräuner. Dann ist in Paket A noch drin als vorletztes Produkt von Essence Glow To Go Luminous Blush Paper. Das finde ich interessant. Und von Catrice die All-Round Color Correction Palette. Die hatte ich schon ein paar Mal da. Die wird jetzt auch wieder weiter wandern. Da bin ich kein Fan von. Ich kriege das mit dem Color Correcting einfach nicht hin. Nein. Und in Paket B haben wir noch drei Nagelprodukte tatsächlich drin. Bei dem ersten sehe ich, dass da der Deckel fehlt, also der Überdeckel quasi. Und die Farbe hatte ich letztens auch tatsächlich schon mal aussortiert von Catrice. Diese Ico Nails Gel Lacquer 47 Don't Judge a Nail by its Color. Ich mag dieses Gelb nicht. Ich hatte das getestet, hatte das mal kurz auf meinen Nägeln drauf und fand es furchtbar. Dann habe ich nochmal Nail Stickers. All Eyes on Me, All My Cuties. Nee, das sind Augensticker. Das sind gar keine Nailsticker. Okay, das sind Eye-Sticker. Aber das würde ich mir auch nicht ins Gesicht kleben, ne? Na gut. Und von Essence Cosmic Lights Nail Polish in der Farbe 05 Up to the Sky. Ja, das ist so ein Grau-Glitzer-Schimmer. Als kleines Fazit, lohnt es sich? Also, nein. Erstmal das grobe Fazit. Es ist Jacke wie Hose, aus welchem der beiden Online-Shops du das bestellst. Es kommt aus dem gleichen Haus. Schau einfach, welches gerade günstiger ist und hol dir dann das Paket von der jeweiligen, ne, von dem jeweiligen Amazon-Shop. Da würde ich jetzt einfach auch mal ein bisschen Roulette spielen. Weil im Prinzip ist das Gleiche drin und jedes Päckchen, was gepackt wird, ist ja eh anders. Das heißt, ich denke, dass sie sowieso einen großen Vorrat haben und dann, egal aus welchem Shop gerade bestellt wird, in den Karton packen und wegschicken. Also von daher, ne? Paket A war jetzt ein bisschen bunter gemischt als Paket B. Natürlich, ich habe dir beide unten in der Infobox verlinkt, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Es gibt auch diese 100-Teile-Geschichten. Ob man das machen sollte, habe ich schon mal gemacht. Ist auch alles sehr, sehr ähnlich, was du dann bekommst. Also die Tüten, die gepackt werden, sind immer sehr ähnlich. Die Produkte, die man bekommt, sind von den Farben her immer sehr interessant. Wertmäßig kommt man bei beiden aufs Ähnliche raus. Es macht auf jeden Fall Sinn und es lohnt sich auch. Ich hatte das auch schon mal ausgerechnet. Du bist da werttechnisch auf jeden Fall höher als das, was du im Laden dafür bezahlt hättest. Ansonsten zeige ich dir mal eben, was du gewinnen kannst. Dieses Sugar Peeling für die Hände. Diesen mega coolen Nagellack von Catrice Spectra Light in diesem geilen Pink. Auch holographisch dieser Lipgloss Holo Wow in diesem Weiß. Vielleicht dazu zu verwenden das Lippenpuder von den My Must Haves in der Farbe Set the Stage. Dieses Self-Tan Face Gel. Ich habe gehört, dass man sich damit auch so eine permanente Kontur quasi basteln kann. Falls es dir alles zu viel war, dann eine Time to Wake Up Face Sheet Mask von Essence. Diesen Long-Lasting Lipstick in der Farbe 170 Plamplona Uli von den My Must Haves It's Berry Time. Dann kriegst du hier auch noch Heavenly Holo Full Cover Nail Sticker. Die kriegst du auch noch mit dabei. Jo, ne? Was du dafür tun musst, steht wie immer unten in der Infobox und ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat mein kleines, aber feines Vergleichsvideo gefallen und du hast dich darüber gefreut, mit mir Detektiv zu spielen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi-Testet-Alles-Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!